Schönen guten Tag. Heute will ich euch mal meine neue Mitbewohnerin vorstellen. Das ist Gertrud. Die ist so groß. Oh. Ich nenne sie auch gerne mal Gertrud das Mammut. Ja, die hat einen Winter bei mir halt hier zu Hause gelebt. Die hat ein bisschen gelitten. Die schläft ihre Hinterbeine hinterher. Wisst ja nicht, woran das liegt. Und jetzt begreift die einfach mal nicht, dass sie wieder nach draußen ziehen kann. Meine Gertrud ist eine ganz ordinäre Spinne. Die kann da draußen fliegen, Mücken, knitzen, keine Ahnung, was so ein Viech alle frisst. Gertrud. Ich glaube, ich muss noch mit ihr zum Tierarzt. Nee, nicht da unten. Wartet mal. Mein Gott, also schnell ist er, trotz ihrer Behinderung, muss man ja mal sagen. Habt ihr vielleicht Tipps, wie ich die endgültig loswerde? Ich meine, wenn ich sie vorne rausschmeiße, kommt sie hinten wieder rein. Kann ja nicht sein. Außerdem finde ich die Tierquälerei, wenn man Wildtiere im Haus hält, ist ja keine artgerechte Haltung. Wartet mal. So. Da ist sie. So, ihr werdet jetzt Zeuge, wie Gertrud die Freiheit schenke. Moment. Bleibst du da drin? Igitt, Moment. So, Gertrud, mach gut. Bis nächstes Jahr. Ich setze jetzt raus. Hab Zeugen. Gut, da drin. Wo ist er denn? Ach, da. Ihr seht, ich bin der kleine Tierfreund. Tschüss, Gertrud. Kannst ja mal sonntags zum Kaffee vorbeischauen, wenn das Wetter besser ist. Können wir ein bisschen auf der Terrasse quatschen. Wie gesagt, mach's gut, meine Kleine. So, das war's eigentlich schon. Tschüssi!